It all starts in your head, no matter where you are. Ist Englisch. Das hört sich einfach cooler an als Deutsch. Auf Deutsch ganz einfach. Es ist egal, wo du bist, ob du in einem kleinen Dorf bist, in einem kleinen Büro, irgendwo auf dem Land, auf dem Bauernhof. Es reicht die Idee, um etwas zu erreichen. Herzlich willkommen in Sallys Welt. Heute gibt es ein Video völlig aus der Reihe. Hat nichts mit Kochen, nichts mit Banken zu tun, sondern es geht um die Geschichte von Silicon Valley. Vielleicht habt ihr es ab und zu mal durch meine Postings auf meiner Instagram-Seite mal mitgekriegt, dass wir Silicon Valley bauen, schon über ein Jahr. Keiner weiß eigentlich richtig darüber Bescheid. Wir wussten es vor einem halben Jahr auch noch nicht richtig, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und ich möchte euch die Geschichte von Silicon Valley erzählen. Silicon Valley ist eigentlich genau wie dieser Teich hier. In diesem Teich befinden sich Fische. Den habe ich vor 2 Jahren ungefähr angelegt. Und Fische werden immer nur so groß wie der Teich. Hast du einen kleinen Teich, hast du kleine Fische. Wenn du einen größeren Teich hast, dann werden die Fische größer. Genauso ist es mit Ideen. Ideen brauchen Wachstum. Ideen brauchen Platz, um kreativ zu werden. Und deswegen bauen wir Silicon Valley, um noch mehr Ideen in die Welt zu setzen, um noch mehr Dinge zu machen, die vielleicht sogar die Welt verändern können. Und wir sind in Waghäusel. Waghäusel ist eine kleine Stadt in Baden. Und wir kommen nicht aus Berlin, wir kommen nicht aus München, wir kommen nicht aus Köln, wo die ganzen Medien, die Startups und die Politik ist, sondern wir sind wirklich Heimscheißer aus dem kleinen Dorf eigentlich. Und damit möchten wir eigentlich die Welt verändern. Und Silicon Valley ist ein Ort für Kreative, wo sich Menschen wirklich kreativ zusammensetzen und die genialsten Dinge machen, die man sich eigentlich vorstellen kann. Und jetzt möchte ich euch mit auf eine Reise nehmen, wie es alles angefangen hat und wo wir heute stehen. Hier hat alles angefangen, und zwar im Stadtteil Wiesenthal, in Waghäusel. Hinter mir seht ihr die Wohnung, und zwar gerade die Wohnung, wo ihr auf dem Balkon gerade diese Schüssel da seht. Das war unsere Wohnung nach unserer Hochzeit zusammen. Hier hat Sally ihren ersten Nusszopf gebacken und sich einfach getraut, mal was ganz anderes zu machen während ihrem Studium, aus dem Hobby heraus, einfach den Mut zu haben, sich eine Kamera auf den Karton zu stellen, um mit dem Film anzufangen. So ungefähr 1,5 Jahre später wurde das schon ein bisschen zu klein, und dann sind wir einfach zu den Eltern gezogen, und zwar zu den Eltern gerade nebendran, das seht ihr jetzt hier vorne. Und nebendran heißt einfach überhalb der Schwiegereltern, die Wohnung war etwas größer. Das waren die Videos aus der zweiten Küche, die könnt ihr heute immer noch sehen. Und aus der zweiten Küche wurde es wieder größer, und dann sind wir in den Stadtteil nach Kirlach gezogen. Und da gehen wir jetzt kurz zusammen hin, weil da hat alles seine entscheidende Wendung genommen. Und das würde ich euch gerne zeigen. Kommt mit. Ja, ihr erkennt sie wieder. Ein Originalschauplatz von Sallys Welt. Das war die Küche Nummer 3. Hier sind wir aus der Studenten, oder wir sind damals aus der Studentenwohnung hierher gezogen. Die Videos wurden besser, weil wir hatten einfach mehr Licht. Wir konnten die Lichter besser aufstellen. Die Kameratechnik wurde besser. Aus der 59-Euro-Kamera wurde eine 400-Euro-Kamera. Und meine Frau hat hier alles alleine gemacht, und es ist einfach noch so ein bisschen Nostalgie. Es ist eine wunderschöne Küche, ein Traum. Vielleicht, wenn ich mal später älter bin, möchte ich hier wieder wohnen, genau in dieser Küche. Und hier haben wir auch unseren ersten Mitarbeiter eingestellt, damals den Frank, da kam der Buddy. Und hier wurde eigentlich Sallys Welt immer, immer größer. Die Sally hat auch hier in dieser Wohnung ihren Lehrerjob aufgegeben, weil sie gemerkt hat, sie schafft es einfach nicht mehr, alles gleichzeitig zu machen. Und ist einfach ihrem Traum gefolgt, ihrem Hobby gefolgt, ihrer Leidenschaft gefolgt, dem Kochen und dem Backen. Ihr wisst ja, die Anfangsvideos waren alles Backvideos, dann hat sie mit Kochen angefangen. Und dann haben viele Menschen schon gesagt, hey, du hast doch immer Backvideos gebacken, warum tust du jetzt Kochvideos machen? Und das ist das von der Sally, weil Sally denkt nicht in Schubladen. Und es ist oftmals in Deutschland ein Problem, dass wir in Deutschland in Schubladen denken. Das heißt, du bist Bäcker, fang ja nicht an zu kochen.
du bist Schreiner, mach ja keinen Metallberuf. Mach immer alles sicher und das ist das Denken, was wir in Deutschland haben. Und die Sally ist da ausgebrochen. Die hat gesagt, wenn ich Lust auf Kochen habe, mache ich auch Kochen. Wenn ich als Frau Lust habe auf Bauvideos, ist mir egal, was andere sagen, dann mache ich halt Bauvideos, unsere Do-it-yourself-Videos. Und sie ist dieses Risiko eingegangen. Sie hat nicht in Schubladen gedenkt, wie wir oftmals denken. Und hier wohnt auch der Volkan jetzt momentan. Also diese Küche gibt es wirklich noch. Und wenn wir es gerade vom Schubladendenken haben, voll süß. Der hat eine Pralinenschachtel drin und Wahnsinn, also man macht die Schublade auf, kommt eine Pralinenschachtel, man erwartet es nicht. Der hat ja auch Produktsamples drin, guck mal, die haben wir versucht mal zu entwerfen. Also eine ganz krasse Geschichte, was hier drin passiert ist. Hier waren wir 4 Jahre lang, haben unsere Tochter Samira großgezogen. Die Ella ist hier auf die Welt gekommen, jetzt nicht hier, aber im Krankenhaus. Aber das ist wahnsinnige emotionale. Ihr seht, merkt gerade selber, es ist wahnsinnig emotional hier drin. Und irgendwann wurde es uns zu groß oder zu klein. Das Problem war dann, haben wir den Keller vom Buddy benutzt oder halt die Souterrainwohnung vom Buddy. Da waren viele Mitarbeiter, die waren an einem ganz anderen Ort. Und dann haben wir uns entschlossen zu bauen, also noch ein größeres Risiko einzugehen. Und damals, als wir gebaut haben, haben uns alle für verrückt gehalten, weil wir haben ziemlich groß gebaut, weil wir es selber unterschätzt haben. Und als wir groß gebaut haben, haben wir gedacht, boah, das ist ja riesig und da passen wir alle rein und da können wir tolle Videos, tollen Content machen, Content aus dem Garten, Gartenvideos. Dann wurde Sally aus dem Backkanal, wurde also aus Sallys Tortenwelt, wurde Sallys Welt. Mit allem, was drumherum gehört. Und immer wenn Leute gesagt haben, es geht nicht, haben wir es trotzdem gemacht. Und ich glaube, das hat uns ausgezeichnet. Und was wir gebaut haben, das kennt ihr eigentlich schon, das sind die aktuellen Videos. Und das Wichtige war immer, den Charme nicht zu verlieren, den Charme nahbar zu sein, den Charme, dass ihr das daheim auch selber nachmachen könnt. Vielleicht nicht in einer riesengroßen Größenordnung, wie wir es manchmal machen, aber im Kleinen. Das heißt, es ist auch für jeden was dabei. Backst du gern, baust du gern, bastelst du gerne, geht zum Kindererziehung, geht zum allem Möglichen. Wir haben uns nie irgendwo festlegen lassen und Schubladen stecken lassen. Das war das Wichtige. Ja, das war dieses Kapitel und jetzt geht es weiter in Sallys Welt. Und zwar, wir gehen nach Silicon Valley und schauen uns dort an, was wir dort machen. Aus der Vergangenheit, aus unserer Küche in Kirlach, jetzt im Stadtteil Waghäusel-Wiesenthal, seid jetzt angekommen. Vor 3 Jahren haben wir das Gebäude gebaut. Damals haben uns alle für verrückt und größenwahnsinnig gehalten, aber dieses Gebäude wurde immer, immer kleiner. Ja, viele neue Mitarbeiter, viele neue Arbeitsplätze hier geschaffen. Und was hier passiert, das würde ich euch jetzt mal gerne zeigen, weil das, was wir hier haben, ist viel zu klein geworden. Und ganz wichtig bei uns, wenn ihr zu uns kommt, ihr seid nicht nur geschäftlich hier, sondern auch immer privat. Wir wohnen hier und deswegen heißt es immer Schuhe ausziehen. Das heißt, egal wer hier reinkommt, und selbst wenn es die Bundeskanzlerin ist oder selbst das größte Unternehmen überhaupt, Schuhe ausziehen, Hausschuhe anziehen und reinkommen. Und reinkommen, also reingekommen sind schon sehr, sehr viele Menschen. Und zwar hier, ihr seht ja zum Beispiel Emilia Clark, ein Roland Trettl war schon hier. Wladimir Klitschko bei uns einfach im Garten gestanden, mit Günni zusammen. Das sind Menschen auch aus der Wirtschaft, aus der Kultur, aus der Unterhaltung, die uns hier in Waghäusel besuchen. Die lustigste Geschichte war eigentlich, als der große CEO von YouTube, Robert Kinzel, zu uns gekommen ist. Dann habe ich im Rathaus angerufen und habe gesagt, Leute, hört zu, ein 160 Milliarden Unternehmen kommt uns besuchen nach Waghäusel. Robert Kinzel, bitte lasst uns irgendwas machen, irgendwie ein Blasorchester oder irgendwas. Und was können wir denn eigentlich machen? Da haben sie gefragt, Murat, was soll man machen? Da sage ich, keine Ahnung, mach die Straßen sauber. Und was ist passiert? Die sind gekommen und haben alle Straßen hier sauber gemacht, weil er zu uns gekommen ist. Und Smudo von den Fantastischen hier, 4 war mit seiner Familie schon hier. Also selber Menschen, die ich als Vorbilder hatte, besuchen uns jetzt. Und da gehen wir jetzt auch gleich weiter. Hier, das ist die aus der Wall of Fame. Kommen wir hier zu den ganzen Auszeichnungen, die wir über die letzten Jahre bekommen haben. Nicht nur die Sally, nicht nur ich, sondern das ganze Team hier. Hier seht ihr zum Beispiel die goldene Kamera mit Frank Elsner zusammen. Oder Sallys Botschafterin des Kinderhospizverbandes. Wir haben eine eigene Stiftung, wo wir uns für Familien und benachteiligte Kinder einsetzen. Dann haben wir den Media Influencer Award, den Axel Springer Award. Das sind alles Awards,
Was mich auch stolz macht, wir gehören zu den 10 Top-Unternehmen des Landes Baden-Württembergs. Also Baden-Württemberg, das ist das Land von Bosch, Mercedes, SAP, diverse Tech-Unternehmen. Und wir gehören zu den 10 Top-Innovativen Jungunternehmen und wurden, wie gesagt, vom Landesvater Kretschmer ausgezeichnet. Der ist übrigens bei den Grünen. Ja, keine Parteiwerbung jetzt hier. Und hier liegen auch überall unsere Produkt-Samples rum. Das heißt, Samples sind Produkte, die noch nicht in der Produktion sind. Und die zeige ich euch einfach. Ich habe nichts zu verbergen. Hier zum Beispiel, das sind so coole Keramikschalen oder Porzellanschalen, unsere Bücher. Und ihr seht auch, es ist ein Familienunternehmen, merkt man daran, wenn man irgendwo solche Stickeralben findet von der Ella, die sie hier irgendwie ausgefüllt hat. Und zwar meine Stickerwelt für Pferde, genau. Ist keine Produktplatzierung, ist von der Ella. So, dann gehen wir weiter. Da seht ihr hier zum Beispiel unsere 2 Top-Auszubildenden. Genau, einmal haben wir hier die Vivi und den Max. Und die Vivi und der Max, die machen hier eine Ausbildung als Mediengestalter für Bild und Ton. Vivi, was machst du eigentlich gerade? Ich tue gerade Schärfe ziehen und Ton machen. Also sie macht gerade den Ton, genau, okay, super. Und der Max, der kommt aus Herzogenaurach. Das sind ungefähr 260, 290 Kilometer bis hierher, richtig? Ja, so genau. Und diese 2 jugendlichen, heranwerdenden Erwachsenen machen bei uns ihre Ausbildung, lernen von uns natürlich von den Besten, weil es ist nicht einfach in Waaghäusl Fachkräfte zu finden, also tun wir unsere Fachkräfte selber hochziehen. Und ihr werdet euer Leben lang bei uns bleiben, habe ich recht, ihr zwei? Ja. Genau. Wir werden Ihnen nicht nur die ganzen technischen Dinge vermitteln oder was zu einer Ausbildung gehört, sondern auch familiäre Werte. Genau. Könnte ich dein Papa sein? Nein, können nein. Können wir schwer werden? Ja, können wir schwer werden, genau. Können nicht. Trotzdem, unsere Mitarbeiter, unsere Auszubildenden sind wie unsere eigenen Kinder, unsere eigenen Freunde. Und wie gesagt, was machst du eigentlich gerade? Du schneidest gerade was. Schneid, ja, genau. Und ich bereite noch was vor fürs Video morgen. Ah, okay. So, dann gehen wir weiter. Aus der etwas kleineren Küche in Kirlach, wie gesagt, hier in Wiesenthal jetzt, Stadtteil Waaghäusl. Und hier in der Küche entsteht alles. Diese Küche haben wir gebaut. Wir sagen zwar Showküche hier dazu, ist aber keine Showküche, weil wir machen wirklich alles echt hier. Hier ist auch wirklich echt. Das Ganze hier, ja, ist echt. So, hier ist nichts Plastik, hier ist alles echt. Und hier kochen wir auch für uns das ganze Team zusammen. Und hier haben wir einen Siamak. Siamak ist Mediengestalter für Bild und Ton. Digital und Print. Ah, digital und Print, genau. Und der Siamak, du bist wie lange her? 3, 4 Jahre jetzt schon? 3,5 so. Ja. 3,5 Jahre. So, 3,5 Jahre keine Lohnerhöhung. Der Siamak ist immer noch hier. So, auf jeden Fall das Coole an dem ganzen Ding ist, Siamak kommt aus einem ganz anderen Bereich, nicht aus der Produktentwicklung. Und er sieht Dinge mit anderen Augen. Das heißt, dieser Spruch haben wir schon immer so gemacht, machen wir immer so weiter. Das zieht beim Siamak nicht, weil er alles neu macht und sieht alles aus einem anderen Blickwinkel. Und das kostet uns manchmal auch ein bisschen Geld. Habe ich recht? Lehrgeld, ja. Ja, Lehrgeld. Geben wir mal ein cooles Beispiel. Wir entwickeln ja Dinge aus der völligen Naivität. Meine Frau möchte etwas haben. Sie sagt uns, was sie haben möchte und wir versuchen es zu verwirklichen. Okay. Wir bringen es erst auf Papier. Nachdem wir es auf Papier gebracht haben, schicken wir es dem Hersteller, der es für uns produzieren soll. Und eigentlich wollten wir eine Simpli-Serie, eine Topfserie machen. Und da hat der Hersteller zu uns gesagt, es ist gar nicht möglich, vergiss das. Und wenn einer das zu uns sagt, dann werden wir erst richtig wuschig und sagen, wir möchten es trotzdem machen. Und hier war das Problem einfach, wir haben es jetzt trotzdem machen lassen. Das ist ein Hand-Sample, also mit Hand gemacht. Und das Ding kostet 3.500 Euro. Diese Idee zu verwirklichen. Teuer ist der Topf der Welt, glaube ich. Ja, wirklich, ohne Spaß. Mhm. So, und dann haben wir den Topf machen lassen, obwohl der Hersteller gesagt hat, das geht nicht, wir haben es trotzdem gemacht. Jetzt hat sich herausgestellt, wenn hier Wasser aufkocht, dann kommt das Wasser ja, geht an der schwächsten Stelle raus und läuft, das Wasser läuft dann außen am Topf herunter. War natürlich wirklich mies. So. Aber wir haben es probiert. Wir haben es probiert, genau. Ja. Auch wenn es war ja nicht dein Geld. Ja. So, war ja mein Geld. Oder auch nicht von, das von meiner Frau. Auf jeden Fall kann mal passieren solche Dinge. Und hier stellen wir natürlich auch geniale Sachen her. Sachen, die uns eigentlich gar keiner zumutet. Wirklich von coolen Töpfen. Da war es ja auch so, da hat auch einer gesagt, das geht nicht. Mhm. Und wir haben gesagt, mach's trotzdem. Und es ging. Genau. Dann haben wir natürlich auch das Neueste, was wir machen. Besteck, was wir machen, die eigenen Designs. Nicht nur das Besteck an sich, die Designs, sondern auch das ganze Packaging. Wird alles aus unserem Team herausgemacht. Wir geben nichts nach draußen, weil wir nicht, weil wir geizig sind, sondern wir möchten, dass die Menschen, die das entwickeln, auch genau das spüren, was wir hier drin spüren. Mhm. Spürst du es, Siamak? Ich spüre es voll. Oh, Wahnsinn. So, er spürt es. Bist du eigentlich glücklich hier, muss man ehrlich sagen? Ja, doch. Wenn ich laufe doch immer im Grinsen rum. Ja, ich glaube, du hast mich noch nie schlecht gelaunt gesehen. Nee, ohne Spaß. Ja. Was sind deine Drogen, Siamak? So, also auch wenn die Kamera aus wäre, wirst du trotzdem glücklich hier. Ja, genau. Und früher war es einfach so, ein Trend ist in Amerika oder irgendwo entstanden und bis der Trend hier war, hat es 3 bis 4 oder 5 Jahre gedauert. Heute entstehen Trends irgendwo auf der Welt und durch Social Media sind sie auch sofort hier. Das heißt, man muss schnell sein.
wenig Strukturen haben. Das heißt, wenn ein großes Unternehmen ein Produkt rausbringen möchte, dauert es 2 bis 3 Jahre. Wir schaffen es von der Idee bis zum Produkt, 6 Monate schaffen wir, oder? Ja. Obwohl, manchmal 2 Monate, manchmal 3, manchmal 6. So ist es. Und aber wir haben auch schon 2 Jahre gehabt am Ausrollstab. Richtig. Ging ein bisschen was in die Hose, aber jetzt haben wir es hingekriegt. Und das ist heutzutage der ganze Trick. Nicht mehr der größte Fisch frisst alles, sondern der schnellste Fisch. Und deswegen sind wir schnell, weil alles im Haus passiert und mit unserem eigenen Team. Auf direkte Wege. Genau. So, das ist das Geheimnis. Keine Strukturen, keine Hierarchien. Mhm. Du kannst zu mir sagen, was du willst, du kannst mich auch beleidigen. Keine Hierarchien, genau. Das macht der Güni für uns. Ja, das macht der Güni für euch, genau. Ja, was hast du denn da vorher drunter gemacht? Kleber. Und da muss man so anklopfen, ja. So. Und ich habe mir ja da was ausgedacht, man hat eine Hilfe gebaut, eine Hilfe gebastelt zum Anbauen. Dann wird es nämlich noch besser. Das So, was heißt schnell? Heißt auch, hier entsteht etwas, es hat etwas gekocht und es wird sofort fotografiert, sofort digitalisiert und dann geht es sofort raus in die Welt. Und wer das macht, das zeige ich euch jetzt, da würden wir nämlich gerne mal zur Josch und zur Sarah gehen. Herzlich willkommen bei den Agenten Ripplinger und Palik, und zwar bei der Sarah und Josch. Sarah und Josch machen bei uns im Kreativbereich die Fotos und die ganze Kameratechnik. Hier haben wir zum Beispiel Frau Palik. So, Frau Palik macht hier ganzen Fotos. Ich habe euch gesagt, man muss heutzutage schnell sein. Wenig Strukturen haben, die entstehen von alleine. Schnell sein. Das heißt, dort drüben wird gekocht, wird gebacken und hier wird sofort fotografiert. Sarah, hast du das extra wegen Dreh gemacht oder machst du wirklich gerade was? Nee, nur wegen Dreh. Aha. Ich arbeite doch sonst nichts. Ach so, hier geht's wenigstens zu. So, auf jeden Fall, und das ist wichtig, kreative Menschen hier drin zu haben. Was auch dazu gehört, ist, diese Menschen fair zu bezahlen. Ich bezahle euch doch fair, oder? Entschuldigung, ja. Nicht im Wild stehen. Genau. Und zwar, das ist der Grund, warum ich sage, nicht mit Freelancern. Und zwar, Freelancer sind ja Selbstständige. Wenn ich jetzt einen Auftrag, wenn ich jetzt zum Beispiel Fotos machen müsste und ich müsste eine Agentur beauftragen, wird das viel zu lange dauern. Dann würden die meistens irgendjemand schicken, der uns gar nicht kennt und gar nicht das fühlt, was wir... Ja, es war, hat geklingelt. So, auf jeden Fall, der wird es gar nicht fühlen, was wir fühlen und nicht wissen, wie sich die Sally bewegt und allem drum und dran. Das heißt, kreative Menschen möchte ich bei uns behalten und die müssen immer da sein. Es kann auch mal sein, dass die Sarah mal vielleicht mal nichts zu tun hat. Kann ja auch mal sein. Oder nicht? Ja, so, dann tut sie uns halt beim Kochen helfen oder sie hilft da. Genau beim Josch bauen wir dann einfach was im Garten. Also es ist auch wichtig, dass jemand nicht immer nur das macht, was er gelernt hat, sondern auch in verschiedene Bereiche reingeht. Und wie gesagt, hier werden gerade die ganzen Fotos gemacht und hier im Hintergrund, das ist unser Plan. Und zwar unser Plan zur Weltherrschaft. Und irgendwann, wenn in alles in Schutt und Asche liegt, in 300 Jahren werden Archäologen diesen Plan ausgraben und sagen, boah, was, die wollten die Weltherrschaft, die wollten die Welt erobern mit diesem Plan. Also eine geniale Geschichte. So, und jetzt gehen wir mal ganz kurz zum Josch. Und Josch sitzt da. Der Josch ist hinter der Kamera, aber jetzt, so sieht der Josch vor der Kamera aus. Da gehen wir jetzt mal hin. So, gerade noch hinter der Kamera, jetzt vor der Kamera, der Josch. Ja. Und der Josch schneidet eigentlich gerade den Film, den ihr gerade anschaut. Inception. Also, das Inception heißt. Ja. Also, das ist wirklich, er springt in der Matrix hin und her und schneidet gerade das Video, was ihr gerade anschaut. Und da, wo wir... Und hier ist der Beweis, ihr seht es im Video. Kannst du mich eigentlich schlanker machen? Ist es möglich? Oder geht es nur bei Bild? Es geht nur bei Bild. Oh. Okay, ich weiß, ich muss ein bisschen abnehmen, ich bin auch schon dabei. Auf jeden Fall, hier wird alles geschnitten. Hast du gerade gelacht, Sarah? Nee. So, hier wird gerade alles geschnitten und allem drum. Das, was Sie hier sehen, die 2 Räume, das waren mal früher Büros. Aber wenn wir so gewachsen sind und weil wir das einfach gebraucht haben, ist das jetzt ein Fotostudio und hier werden die ganzen Videos gecuttet. Mein Gott, mach mich doch ein bisschen schlanker. Du kannst das auch. Findest du nicht, dass wenn du das Ding schwarz-weiß machst, dass ich schlanker wirke? Wir können das mal ausprobieren. Warte kurz hier. Und zwar, Sarah macht gerade die ganzen Bilder, die sie jetzt gerade geschossen hat. Hat es schon auf dem Bildschirm und von hier aus, also das heißt aus diesem Kreativbereich, wird jetzt alles nach oben geschickt und oben wird es sozusagen fein poliert und fein geschliffen. Und das obere Gebäude war eigentlich geplant für die Wohnung der Schwiegereltern. Aber wir sind so gewachsen, da haben die Schwiegereltern wirklich nur einen Tag drin gewohnt
Und wie gesagt, ich sage immer, ohne Schwiegereltern wäre das alles hier nicht möglich. Die haben dann eingesehen, die haben einfach keinen Platz mehr. Die haben dann gesagt, Murat, hör zu, dann ziehen wir halt erst später ein. Und wenn ihr mit Silicon Valley drüben mit dem Bau fertig seid, und so lange wird das alles missbraucht für unsere Taten hier rund um Silicon Valley und Sallys Welt. Mein Gott, nochmal Sally, das geht ja gar nicht. So, jetzt geht's weiter. Jetzt gucken wir, was oben los ist. Und da stelle ich euch mal das andere Team vor. Warte auf mich, ich muss doch drehen. Ja, genau. Also, nimm die Kamera. Ja. Genau, so. Ja, jetzt sind wir oben in den Büros. Und ihr wisst, ihr kennt die Büros eigentlich schon, weil hier haben wir ursprünglich die Schwiegereltern gewohnt für einen Tag. Wir sind aber so sehr gewachsen, dass sie gesagt haben, okay, wir ziehen mal jetzt kurz aus, dass ihr weiterhin wachsen könnt. Und ich würde euch mal gerne die anderen Teammitglieder mal vorstellen. Kommt einfach mal mit. So, jetzt sind wir in der Produktentwicklung. Tut mir leid, dass ihr hier ausseht. Die sind einfach durchgeknallt hier, das Siamak, der Volkan ist halt gar nicht da. Und hier werden die ganzen Produkte entwickelt, die 3D-Muster gemacht und ihr seht hier alles zugestellt. Boah. Wo kommt das her? Wahnsinn, das muss ich haben. Das ist das, übrigens das neue Murat Knife. Wahnsinn. Und ihr seht auch solche Sachen wie hier diese Toffifee-Verpackung. Auf über 11 Millionen Toffifee-Verpackungen wurde unser Logo abgedruckt. War ein Gewinnspiel, war letztes Jahr eine geniale Geschichte. Ja, gehen wir weiter. Da hinten ist nämlich noch der Buddy und der Dennis. So, ja, hier sind wir beim Buddy und beim Dennis im Büro. Der Buddy macht die ganze Lohnbuchhaltung, das ganze Personalmanagement, das alles, was mit Zahlen zu tun hat, wovon ich gar keine Ahnung habe. Buddy, ist Lohn da? Natürlich, Waaghäusel ist stabil. Ja, Waaghäusel ist stabil. Dennis ist nicht da. Warum? Wo ist Dennis? Krücken suchen, keine Ahnung. Ja, irgendwas ist Crank. Der ist Crank, genau. Hier ist eigentlich Personal, Marketing und keine Ahnung, was die hier machen. Ich gehe mal weiter und zeige mal die anderen Leute. Wahnsinn, Lohn ist da. Lohn ist da und zwar auch für die Leute hier. Das sind die Nerds hier. Herzlich willkommen bei den Nerds. Und diese Nerds haben auch Superkräfte. Und die bedienen die ganzen Felder Instagram, Pinterest, Facebook, YouTube, allem drum und dran. Und zwar das, was unten produziert wird, wird hier drin verarbeitet und geht dann weiter. Verarbeitet wird es natürlich hier von der Lena zum Beispiel. Und die Lena, Lena, was machst du nochmal hier? Ich mache mein Praxissemester. Ah, sie macht ein Praxissemester. Und eigentlich studiert sie, und zwar studiert sie wo? An der Hochschule Mannheim. Genau. Und Kommunikationsdesign. Genau. Und später wird sie auch hier landen. Wie alle. Alle werden irgendwann hier landen. Gelandet hier ist auch hier der Ben zum Beispiel. Ben, von wo bist du gelandet? Von Bruchsal. Von Bruchsal. Ja, nicht so weit her. Ja, also Bruchsal und Pforzheim machen immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer ist die hässlichste Stadt Deutschlands? Ja, das ist dann auch so. So. Dann haben wir hier die Arlin. Und die Arlin, die macht die ganzen Bilder, die ganzen Bearbeitungen für Pinterest, die ganzen... Da gibt es ganz, ganz viele Sachen mit Computern, die verstehe ich einfach nicht. Muss ich auch nicht verstehen, weil hier ist zum Beispiel wieder der Max. Der Max ist eigentlich überall, gibt es nicht eigentlich zweimal, weil er schneidet hier auch weiter die ganzen Videos. Dann ist da die Vivi. Die Vivi ist hier auch wieder am Ton. So, dann gehen wir weiter. Und hier entstehen auch die Ideen. Hier hocken wir zusammen, hier kochen wir zusammen, hier reden wir zusammen. Und hier entstehen auch die Idee oder entstand die Idee für Raspberry Garden. Und ein bisschen der Kopf von Raspberry Garden ist hier der Josh. So. Ja, und das ist der Josh. Und der Josh, du bist eigentlich, Josh, du bist wirklich Produktdesigner. Richtig. Richtig. Studierter Produktdesigner. Also kein Gefakter wie das Siamak. Und zwar, er macht wirklich Produktdesign. Und er ist aber auch noch im Studium. Er macht gerade seinen Master und zwar in Karlsruhe. In Pforzheim. Auch in Pforzheim. Mein Gott, was machen die Pforzheimer hier? Aber du kommst ursprünglich aus Pforzheim, gell? Vom Bodensee. Vom Bodensee. Also wirst du bestätigen, dass Pforzheim die hässliche Stadt neben Bruchsal ist? Neben Bruchsal, ja. Ja, okay. Ist okay, super. So, das ist das Wohnzimmer der Schwiegereltern. Da hinten ist die Küche. Der Siamak ist im Schlafzimmer von den Schwiegereltern. Der Buddy ist im Gästezimmer. Hier ist alles gewachsen. Und das ist auch der Grund, warum wir demnächst umziehen werden. Bevor wir aber umziehen, müssen wir noch ein bisschen in die Vergangenheit, also so zurück in die Zukunft mäßig, wie es eigentlich online mit dem Online-Shop angefangen hat. Das war ungefähr vor 7 Jahren, am 15. November 2013 wird unser Shop 7 Jahre alt. Den haben wir damals mit dem Schabern gemacht, weil sich der Schabern mit Computern auskennt. Er ist nicht der Hellste, genauso wie ich, aber das hat er hinbekommen.
Und da fahren wir jetzt hin und schauen uns das mal alles an. So, nicht nur dieses Auto ist Geschichte, sondern auch die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle. Und zwar sind wir hier gerade in Oberdorf-Neckar und hier hat alles angefangen, und zwar mit dem Sally Shop. Mach auf! Ja, so. Hi! Schau mal, ich komme jetzt rein, okay? Ja, okay, Adam. Tu wenigstens so, als würde ich freuen, mich zu sehen, bitte. Ja, ja, mach ich. Lach nicht, lach mal nicht, okay? Ja. Ja. Hi, so, Murat. Hi. Hör auf, mich zu begrüßen. Wir kennen hi, uns doch. Wir kennen uns doch schon. So, wir sind hier bei uns im Shop, Sally's Welt Shop. Und zwar, wann hat es angefangen, Schabern? Am 15. November 2013. Genau. Wurden hier die Grundpfeiler für Sally's Shop gemacht. Ja. Genau. Das ist Schabern, mit dem bin ich übrigens aufgewachsen, von Kindesbein schon aufgewachsen. Du kennst mich? Ja, klar. Ich kenne dich. Ja, das reicht auch. Das reicht auch. Wir haben drüber erzählt. Ja. Und wie gesagt, wir sind beim Schabern in seinem privaten Haus. Und hier in diesen, wie viele Quadratmeter das sind das ungefähr, Schabern? 6 Quadratmeter Dachschräge. Ja, mit Dachschräge ja. 6,5 Quadratmeter. Und das Lustige war ja, ich habe damals bei Sallys Geburtstag Schabern angesprochen. Jetzt weiß ich, es war Sallys Geburtstag. Ja. Können wir nicht einen Koch- und einen Backshop eröffnen? Und er sagt dann zu mir, ich kann mich noch an den Spruch erinnern, du Idiot, was hast du mit Kochen und Backen zu tun? Genau. Ja, ich habe ihm dann die Geschichte mit Sally erzählt, mit ihrem YouTube-Kanal. Und er hat dann gesagt, okay, er macht es, er investiert aber nicht. Er sagt es mir gleich, er hat selber keine Kohle. Genau. So, so war es. Und so war es auch. Und so haben wir eigentlich angefangen in diesen Räumlichkeiten. Hier waren wir ein Jahr lang wirklich drin. Mhm. Und das ist der Grundpfeiler von unserem Shop. Ja. So, schau mal, erzähl mal uns von deinem krassen Logistikzentrum, wie du hier drin in diesen 6 Quadratmetern alles gegründet hast. Wir haben einfach angefangen, das ist halt Fakt, ne? Wir haben einfach hier dann, hier waren ihre Fondants, unsere Food-Abteilung, ne? Und hier war mein... Hier war komplett die Food-Abteilung. Hier war die Food-Abteilung, genau, aber ja. Wo war das Rechenzentrum? Das Rechenzentrum war hier. Hier war ein Rechenzentrum? Genau. Also hier war genau. Hier großes genau. Rechenzentrum. Wo war eigentlich die Non-Food-Abteilung? Die Non-Food-Abteilung war hier. Was war da? War hier der Schrank? War immer schon Non-Food? Nee, der Schrank war schon nicht da, aber wir hatten da ein Regal und da waren dann unsere Non-Food-Artikel drin. Die haben wir dann da schön sortiert und haben dann praktisch dann immer, also gleich hinter mir konnte ich immer überall alles, ne? Mhm. Kurze Strecken, kurze also ihr Wege seht, erreichen. Es gibt zwar den Spruch, alles fängt im Kleinen an, aber ja. Der Schabern hat es übertreiben müssen. Ja. So. Und, Miniatur. Genau, und sein Sohn, der Mikael, der musste dann zu euch ins Schlafzimmer? Genau, wir haben den Mikael dann einfach verfrachtet, der musste dann einfach zu uns, weil wir gesagt haben, Sohn, wir brauchen den Platz hier, und der hat dann einfach stillschweigend gesagt, hey, was mit zwei Jahren den Fußball, alles okay. Mit 2 Jahren kann er sich auch nicht wehren. Ja, und stimmt. Genau, und so hat es angefangen, wie gesagt, im Kleinen. Eine gigantische Geschichte aus einem Kinderzimmer heraus, ein Unternehmen aufgebaut, ja. Mit dir zusammen. Ja. Ja. So, das Lustige ist auch, wir haben dieses Haus hier zusammen renoviert. Genau. Kannst du bitte jetzt gerade in die Kamera noch sagen, dass ich ein guter Handwerker bin? Also der Murat ist der beste Handwerker, den man sich wünschen kann. Ja. So, ja, das ist richtig, ne? Ja. Schneid es nicht raus, Josh. Lass es drin. Genau. Und jetzt, wie gesagt, sind wir von aus Oberndorf am Neckar, gehen wir jetzt nach Sulz und sehen jetzt, was wir da wieder, da sind wir auch wieder mal so richtig veranlagt gewesen. Genau, ja. Da haben wir dann auch eine Baustelle jetzt. Haben wir jetzt auch eine riesen Baustelle und da entsteht jetzt gerade das neue Logistikzentrum und dort gehen wir hin. Ja. Okay? Aber jetzt zeigen wir noch ganz kurz ein paar Sachen aus dem Haus. Ja. Ganz, ganz lustige Sachen. Gehen wir kurz runter? Ja, okay. Machen wir. Dann zeige ich euch nämlich das kleinste Klo der Welt. Aber weißt du, warum ich das kleinste Klo der Welt gebaut habe? Weil ich habe ja auch kleine Freunde. Und jedes Mal, wenn mein kleiner Freund zu Besuch kommt, dann habe ich gesagt, damit er sich heimisch fühlt. So. Ja. Kannst du das rausschneiden, Josh? Komm, zeig mal kurz das Haus. So, du läufst jetzt gerade die Treppen runter und dann ist hier das Klo. Warte kurz. Und zwar. Und dann musst du hier rein. Und guck mal, das ist das kleinste Klo der Welt. Ich bin ja nicht der Größte, aber ich glaube, wenn der Josh jetzt hier drin wäre, dann könnte er sich nie. Wir müssen hier deinen Arsch wischen, kannst du das mal sagen? So. Dieses Gebäude hier ist ohne Spaß, das ist jetzt das alte Haus von Schabern. Das haben wir komplett restauriert, gell? Ja.
Und das Problem ist einfach bei so alten Häusern, hier ist immer alles ein bisschen krumm und schepp und da muss man es halt machen, so dass es passt. Wenn ich gerade hier diese Fugen hier sehe, sag mal, da haben sie sich, was sind denn das für Fugen, schau mal. Da haben wir, es ging aber nicht anders, weil der Boden nicht so eben ist. Guck mal, ich stehe gerade im Loch. Der Boden war nicht eben. Das muss man aber auch hier sagen, hier war ja auch ursprünglich ein, hier war ja mal ein Bad. Das haben wir noch abgerissen. Ah, stimmt, hier war ein Bad. Ja, ist mein Schwiegervater reingekommen, da haben wir gefragt, hey, kann man die Wand, wir haben ja gedacht, das ist eine Trägerwand damals. Aber ja. Der Murat hat gesagt, das kann ich wegschlagen. Ja. Und dann habe ich gesagt, Moment, ich rufe erst mal meinen Schwiegervater. Dann haben wir den Opa gerufen und der hat dann nachher gesagt, hau sie weg. Weil dann haben wir eine Trägerwand rausgerissen. Ja. Aber dürfen wir das öffentlich sagen, wenn nicht, dass wir jetzt vom Bauern... Nee, ich keine, also dürfen, ich keine Träger. Also die Trägerwand war hier, aber die haben ja oben dann eingefasst, Murat. Also die haben auch rausgehauen übrigens, die Wand hier. Oh mein Gott, was ist denn das? Schau mal, da ist eine Waffe im Haus. Ist eine echte. Da hat, jetzt weiß ich auch... ihr wisst ja auch, Schaban hat ja mal gern mal süßen Schnee im Shop verkauft. Jetzt wisst ihr auch, was es ist. Die Nachbarn dürfen es nicht sehen, sonst. Keine Angst, wir sind hier in Oberndorf am Neckar. Hier hat jeder einen Schuss. Ja, Schaban auch. Ja. So, ist keine echte Waffe gewesen. Macht das zu Hause bitte nicht nach. Auf jeden Fall eine geniale Geschichte, was wir zusammen erlebt haben. Ja, wirklich. Echt viel. Viel erlebt, Murat. Soll ich dich jetzt umarmen? Ja, komm. Nein. Du hast doch bestimmt Milden. Ja, bestimmt Milden. Doch. So, und jetzt von hier aus gehen wir jetzt, wie gesagt, nach Sulz. Und in Sulz werdet ihr eine gigantische Überraschung erleben. Ja. Komm mit. Geh mal. Geiler Typ. Aus dem Kinderzimmer aus Oberndorf am Neckar nach Sulz am Neckar. Das sind vielleicht gerade mal 10 Kilometer. Und das ist jetzt unser großer Teich. Und hier können wir uns verwirklichen. Die letzten Jahre sind wir wirklich jedes Jahr umgezogen. In den letzten 6 Jahren. Es wurde immer größer und immer größer. Und dieses Jahr, Mitte des Jahres, haben wir das Glück gehabt, eine Halle zu erwerben, die früher ehemals eine metallverarbeitende Fabrik war. Es ist eine riesengroße Lagerhalle auf einem Grundstück mit 66.000 Quadratmeter. Also, ich weiß nicht, wie viele Fußballfelder es sind, aber sehr, sehr viele Fußballfelder. Und hier können wir wachsen. Und hier investieren wir natürlich auch in unser Logistikzentrum. Wir werden alles komplett modernisieren. Wir werden oben auf dem Dach Photovoltaik machen. Wir werden die Fassade auch modernisieren, energetisch sanieren. Und wir werden hier wachsen können. Die nächsten Jahre hoffentlich doch. Den Platz haben wir jetzt. Und wie es innen drin aussieht, da gehen wir jetzt mal kurz rein. In dieser Halle wurde über Jahrzehnte Metall verarbeitet. Diese Arbeitsstätte hat vor kurzem zugemacht. Viele Menschen haben ihre Arbeitsplätze verloren. Und wir haben das jetzt hier übernommen und werden hier unser neues Logistikzentrum bauen. Große Hochregallager und Platz für mindestens 20.000 Paletten. Und es ist so eine krasse Geschichte. Aus dem Kinderzimmer, aus der Küche ins Kinderzimmer, vom Kinderzimmer in so eine große Halle. Hier werden wir natürlich auch alles optimieren. Wir sind gerade momentan in den Anfängen, das wird jetzt noch 2-3 Jahre wird's noch dauern, bis wir alles optimiert haben, bis wir die ganze Pickhalle gemacht haben und Sallys Welt kann hier weiterhin wachsen und wie gesagt viele, viele tolle neue Arbeitsplätze, Ausbildungsstellen schaffen. Ich wollte schon mal in meinem eigenen Laden einkaufen. So, jetzt waren wir online und jetzt sind wir stationär und zwar in Mannheim. Im Q6, Q7. Das ist ein Einkaufszentrum in Mannheim, 25 Minuten von uns, von Waghäus entfernt. Und da haben wir das Abenteuer gewagt und wirklich noch zur jetzigen Zeit einen stationären Laden aufzumachen. Den ersten Sally Flagship Store im Q6 und Q7 Mannheim. So, vor ungefähr 3 bis 4 Monaten haben wir eigentlich schon angefangen, diesen Shop hier mal aufzubauen. Wo wir noch gar nicht wussten, dass wir eigentlich einen Shop in Mannheim aufbauen werden.
Und zwar haben wir einfach ein paar Materialien ausprobiert, wir haben ein paar Ideen gesammelt. Ja, dabei wussten wir eigentlich gar nicht, was wir richtig machen, gell? Ja. Nur mal Dinge ja, ausprobieren. Der Alex hat hier zum Beispiel vom Mannheimer Hafen hatte hier uns alte Bretter besorgt. Diese alten Bretter, die haben wir dann abgeschliffen, bearbeitet. Dann haben wir hier diese Platten besorgt und die haben wir künstlich rosten lassen. Ja, künstlich war es, Alex, genau. Ja. Die haben wir rosten lassen, diese Lochbleche. Und so haben wir einfach ein paar Sachen ausprobiert, um später, wenn wir mal irgendwann einen Shop bauen sollten, so war der Gedanke, dass wir ungefähr wissen, wie es aussieht. Ja. Und jetzt werden wir diesen Shop wieder abbauen, nach 3 Monaten, 4 Monaten Standzeit. Und mal schauen, wo wir es jetzt wieder aufbauen, oder? Wie gesagt, man probiert einfach Dinge aus, weiß nur, und das ist halt der Vorteil an uns, dass wir halt einfach Dinge vor der Garage ausprobieren können. Ihr wisst, es gibt viele Unternehmen, die sind groß geworden in der Garage und vielleicht werden wir groß vor der Garage. Richtig? Genau. Zu einer Zeit, wo immer mehr Läden schließen, wo die Innenstädte immer mehr gleich aussehen, weil immer die gleichen Läden öffnen, haben wir dieses Ding gewagt. Weil wir waren nie die Menschen, die die einfachen Dinge machen möchten, weil die einfachen Dinge, die macht jeder. Also haben wir uns auf den Weg gemacht, auf die Reise, einen eigenen Sally Flagship Store zu machen. Wir haben den Shop so aufgebaut, dass sich die Menschen wohlfühlen. Wir haben 1:1 die Küche wie bei uns zu Hause aufgebaut. Die Teppiche sind klein. An den Wänden erzählen Stories von unseren Produkten. Hier gibt es KitchenAid, hier gibt es Kenwood, hier gibt es Farben, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Und das ist ein krasses Ding, was wir hier aufgebaut haben. Auch bei der Dekoration geben wir uns Mühe. Die Leute sollen beraten werden, die bekommen was zu trinken, die bekommen auch was zu essen, eine Kleinigkeit. Und jeder soll sich einfach wohlfühlen bei uns. Und aus ganz Deutschland kommen sie, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Teneriffa, aus der Türkei, aus Amerika, wirklich überall her. Und so sieht so ein Tisch aus. Toll dekoriert, mit viel, viel Liebe. Das ist jetzt mein Mädchentraum in rosa. Ist jetzt nicht mein Fall, muss ich ehrlich sagen, weil da gibt es auch noch Männertraum in schwarz, mit viel Gusseisen, Messern und allem drum und dran. Hier seht ihr eine Küchenmaschine, unsere Töpfe, unsere Teekannen und unsere Pfannen. Und es gibt Fische, und zwar die aus Holz. Aber diese Fische gibt es auch in lebendig. Das ist auch ein Projekt von uns, und es ist ein Riesenprojekt in Silicon Valley, Aquaponik. Und Aquaponik findet momentan noch in Waaghäuser statt, das ist eine Testanlage. Und da würde ich mal gerne mit euch hinfahren. Und was Sally und Sally's Can Valley mit Fischen zu tun hat, sehen wir dann dort, okay? Also, kommt mit. So, das ist ein Projekt unter dem Dach von Silicon Valley. Wir nennen es Aquaponik. Aquaponik, da sind wir schon seit 3 Jahren dabei. Und in diesem Projekt geht es natürlich um die Landwirtschaft und die Fischzucht zu revolutionieren aus Waaghäusel heraus. Diese Idee kam uns vor 3 Jahren. Da haben wir uns einfach einen verrückten Professor geschnappt, weil wir die Idee irgendwo aufgegriffen haben. Diesen verrückter Professor ist der Herr, der aussieht wie Crocodile Dundee da hinten mit dem Hut. Das ist der Peter. Warum Aquaponik? Und zwar, was haben wir momentan für Probleme in der Gesellschaft oder auf der Welt? Immer mehr versiegende Flächen, Wasserflächen. Immer weniger Wasser, immer weniger landwirtschaftliche Flächen zu bearbeiten. 97% des Wassers auf der Welt kommt im Salzwasser vor. Das heißt, Wasser, das wir gar nicht für die Landwirtschaft verwenden können. 2% des Wassers, was wir haben auf der Erde, ist in Seen, in Grundwasser und in Flüssen gebunden. Und nur 0,6% des Wassers können wir wirklich verwenden. 0,6% des Wassers heißt im Endeffekt, wir müssen sparsam mit Wasser, mit der Ressource Wasser umgehen und mit der landwirtschaftlichen Fläche. Über 70% unseres Wasserbedarfs auf der Welt verwenden wir für die Landwirtschaft oder für die Weiterverarbeitung von Produkten. Und wir haben uns gedacht, was können wir machen, um hier dieses Problem zu lösen, dass jeder an Nahrungsmittel herkommt, dass Nahrungsmittel regional angebaut werden können, ohne lange Lieferwege, ohne lange Kühlketten. Unser Ziel ist es, jedem Menschen auf der Welt, selbst in Afrika oder in ärmeren Ländern, den Zugang zu frischen Lebensmitteln und zu Fisch zu geben.
Und das ist so einfach, das Projekt. Deswegen haben wir ja auch hier ganz normale HT-Rohre, Europaletten, weil das sind Sachen, die man in jedem Land überall bekommen kann. Keine Hightech-Ware, sondern wirklich, das kann sich jedes Land, jedes Dorf irgendwo in Afrika aufbauen. Und das ist unser Ziel, die Landwirtschaft zu revolutionieren. Niemand etwas wegzunehmen, sondern Menschen etwas zu geben. Aquaponik ist was ganz, ganz Einfaches. Ihr seht da hier hinten zum Beispiel beim Peter, seht ihr diese drei Fischtanks. In diesen Fischtanks befinden sich Fische. Diese Fische werden von uns gefüttert, die machen Kacke ins Wasser, das geht zu Boden, wird durch Bakterien zersetzt und es entsteht Nitrat. Und Nitrat ist genau das Mittel, was Pflanzen zum Wachstum brauchen. Dann wird es in einen neuen Tank geblasen. Dort sind die Pflanzen drin und die nehmen dieses Nitrat auf und fangen an zu wachsen. Dadurch machen sie das Wasser auch wieder sauber und das Wasser kommt in diesen Fischtank wieder und ist perfekt gereinigt, dass die Fische wieder drin schwimmen können. Und das sind solche Projekte, die wir mit Silicon Valley machen möchten. Gerade ist eine riesengroße Aquaponikanlage. Dieses Testprojekt hat ungefähr 60 Quadratmeter. Wir planen eine 10.000 Quadratmeter Anlage bei uns in der Region. Wird wahrscheinlich die größte Aquaponikanlage in ganz Europa. Bei uns ist es ganz, ganz wichtig, der Weg ist das Ziel. Auf dem Weg Aquaponik anzubauen, die Menschheit zu verändern. Auf diesem Weg passieren viele, viele ganz tolle andere Sachen. Tolle Erfindungen, wir werden auch mal scheitern. Man lernt eher aus Niederlagen als aus Erfolgen. Und auf diesem Weg passieren so tolle Geschichten wie hier zum Beispiel. Hier hatten wir die Idee, wenn man Basilikum in Unmengen hat oder zu viel Basilikum hat, diesen Basilikum zu verarbeiten, zu Pesto zu verarbeiten. Richtig leckeres Pesto. Und da kam uns eine ganz, ganz neue Idee, woran wir davor noch gar nicht gedacht haben. Und das sind diese Geschichten von Aquaponik und was für eine Idee uns da gekommen ist oder auf was für eine Problematik wir da gestoßen sind, das würde ich euch mal jetzt gerne in unserer Küche zeigen. Okay, kommt mal mit. So, gerade noch in der Aquaponik-Anlage und jetzt in der heimischen Küche. Und was ich euch einfach zeigen möchte, ist, was ich damit meine. Der Weg ist das Ziel, nämlich das Ziel. Das Ziel ist ganz, ganz klar. Wir möchten eine Aquaponikanlage machen für eine nachhaltige Fisch- und eine nachhaltige Gemüsezucht ohne CO2-Ausstoß. Und jeder soll es machen können, selbst in Afrika, selbst in der Türkei, überall, wo es vielleicht ganz, ganz wenig Wasser hat. Basilikum kannst du richtig cool zu einem ganz leckeren Pesto Genovese machen. Und wenn du es richtig machst, ist es wirklich 2 bis 4 Wochen haltbar. Und das möchte ich euch zeigen, frisch aus dem Garten, frischer geht es wirklich nicht, vor 10 Minuten gepflückt. Wie funktioniert Pesto Genovese? Vielleicht wird es auch irgendwann mal ein Sally Pesto geben. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber wir machen uns jetzt schon die Gedanken. Und das meine ich damit, auf dem Weg passiert sehr, sehr viel. Ein Pesto Genovese ist ganz easy zu machen. Das Einzige, was ihr braucht, ist 120 ml Olivenöl, 50 Gramm Parmesankäse, 50 Gramm Pinienkerne, 2 Knoblauchzehen, eventuell auch aus der Aquaponikanlage und Meersalz. Grobes Meersalz nehmen oder grobes Salz, wenn ihr kein Meersalz habt. Und natürlich 50 Gramm frischer Pesto oder Basilikum. So, dann nehmen wir gerade diese Pinienkerne und tun sie mal richtig cool in der Pfanne anrösten, dass wir mal so ein richtiges Geschmacksaroma, so ein Geröstaroma haben. Und einfach in die Pfanne schmeißen, ohne Öl, ohne irgendetwas, einfach nur anrösten. So, macht euch keine Sorgen, ich schaffe das schon. Wir nehmen jetzt hier das Olivenöl, da brauchen wir ungefähr 120 ml. Das geben wir jetzt rein. So, jetzt haben wir das Olivenöl schon drin. Jetzt nehmen wir die gerösteten Pinienkerne, machen sie auch rein. Zack. So, 2 Knoblauchzehen, eventuell, wie gesagt, jetzt momentan nicht, aus der Aquaponikanlage. So, dann nehmen wir uns einen Teelöffel Meersalz. Ihr könnt auch mehr oder weniger Salz, das ist je nachdem, was für einen Geschmack ihr habt. So, dann nehmen wir unseren Basilikum und hauen den Basilikum rein. So. Ja, mein Schatz, der Papa macht Basilikum. So, und jetzt lassen wir es einfach kurz laufen, mixen. So, jetzt fehlt natürlich meiner Meinung nach einer der wertvollsten Dinge bei einem richtigen, coolen
Pesto Genovese, und zwar der Parmesankäse. Jetzt gibt's, die meisten machen jetzt einen riesen Fehler, und zwar, die schmeißen den Parmesankäse auch rein, tun den auch mixen, aber dann wird es so eine flüssige Masse, und es soll ja schon ein bisschen eine standheftige Masse sein, das Pesto. Und da ist der Trick einfach, nicht mehr mixen, und zwar folgendes machen. Zack. Den Parmesankäse, ich brauche jetzt 50 Gramm, macht es einfach nach dem Gefühl heraus, hier schön reinmachen. So, wie gesagt, den Parmesankäse, jetzt den Mixer nicht mehr laufen lassen, ich habe das Mixmesser rausgemacht. Jetzt nehme ich so wie so einen Schneebesen. Oder ihr könnt auch daheim einen ganz normalen Kochlöffel nehmen, sowas, kurz unterrühren und einfach nur unterrühren. Ich mache es jetzt einfach so, zack, und lasse es nochmal richtig schön. Ihr habt jetzt gesehen, ganz einfache Zutaten, ratzfatz und schnell gemacht. Jetzt kommt gleich der Volkan und der Benny, und die lasse ich mal von meinem Sally oder halt Murat Pesto probieren. Der schmeckt so genial, das ist so der Wahnsinn. Okay, so. So, Volkan, kommst du? Probier mal von meinem Burger. Ich habe so ein geniales, aus Aquaponik, so ein geniales Pesto gemacht. Okay. Du wirst verrecken. Das ja, ist der Wahnsinn. Sorry, leider, ich kann das nicht sehen. Es gibt Käse hier. Warum? Das ist Parmesan. Das Was ist mit dem? Das ist nicht vegan, das ist vegetarisch. Ach, stimmt, das ist vegan. Sorry, Volkan. Sorry. Das nächste Mal. Nächste Mal. Wenn ich einen Baum finde, rufe ich dich. Okay? Danke. Gar kein Thema. Kann man Benny? Hi. Benny, so. Ich habe gehört, Ben, ich habe ein richtig geniales Pesto aus unseren Aquaponik-Produkten gemacht. Und zwar einmal habe ich hier unser Pesto, was ich selber gemacht habe, ein Sally Murat Pesto und ein gekauftes Pesto. Und du darfst jetzt beides probieren und mir sagen, was besser schmeckt. Ja, aber es ist auch vegan. Nein. Habe ich ein Ballettkleid an? Ja, ja das hier? Nee, das war Käse. Käse, ja? Mhm. Geht nicht bei dir? Nee. Warum? Naja, vegan halt. Du bist Veganer? Ja. Du auch? Wieso hast du das beim Vorstellungsgespräch nicht gesagt? Ja, was hätte das geändert? Für mich schon viel. Auf jeden Fall, hey, kein Problem, Ben. Weißt du was? Ich gehe raus in den Garten und hole für Volkan und ich hole ich einfach zwei Äpfel. Danke. Okay? Machen wir es so? Alles klar. Dankeschön. Ja. So, jetzt muss ich natürlich irgendjemand finden, der... Ben, wenn ich im Kühlschrank noch Methylcellulose finde, dann mache ich euch ein Pesto draus. Versprochen. So. Auf jeden Fall eine ganz geile Geschichte. Blöd jetzt, habe ich keinen mehr zu probieren. Ich habe nur noch Veganer im Haus. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. So, auf jeden Fall haben wir hier einmal das Pesto, was ich gemacht habe. Mhm. Boah. Und das Pesto, was man zu kaufen bekommt. Mhm. Mhm. Nicht schlecht, aber ganz klar, meins ist zu 100% besser. Und zwar zu 95% sind alle Pestos, die du im Supermarkt kaufen kannst, nicht mit Olivenöl, sondern mit Sonnenblumenöl. Da habe ich mir gedacht, boah krass, guck mal, die sparen wirklich am Olivenöl und nehmen statt Olivenöl einfach Sonnenblumenöl. Ist natürlich viel, viel günstiger. Gerade bei dieser Verpackung habe ich gesehen, die haben 1,9 Milliliter Olivenöl drin. Guck mal, hier 1,9 Milliliter und ich habe in meinem Pesto 120 Gramm Olivenöl drin. Also eine ganz krasse Geschichte. Ich habe Pinienkerne reingemacht. Die Industrie macht Cashewskerne rein, ist natürlich auch günstiger. Die machen Aromen rein, die machen Geschmacksverstärker rein. Und es ist ein frisches Olivenöl. Und da habe ich mich mal mit dem Chemiker unterhalten, einem Lebensmittelchemiker, und habe ihm gesagt, guck mal, ich bin jetzt voll bescheuert, in Deutschland wird Pesto verkauft, anstatt mit Olivenöl. Der Deutsche, jetzt wie wir zum Beispiel, wir würden so ein Pesto nehmen, wenn wir es angebrochen haben, in den Kühlschrank reinstellen. Und wenn es aus Olivenöl ist, wird Olivenöl hart und es sieht dann ranzig aus. Und ich zeige euch mal, ich habe nämlich Olivenöl mal in den Kühlschrank reingetan und ich zeige mal, wie das aussieht. So, so sieht zum Beispiel Olivenöl aus, wenn es aus dem Kühlschrank kommt. Es ist hart geworden. Es passiert bei Sonnenblumenöl nicht. So, auf jeden Fall, deswegen tun die beim Industriepesto wirklich
Olivenöl austauschen. Natürlich ist auch Sonnenblumenöl, kostet nur ein Viertel von Olivenöl. Und dann machen Sie ein bisschen Olivenöl rein, damit es nicht auffällt, dass gar keins drin ist. 1,9 Milliliter ist wirklich so viel. Und so haben wir uns Gedanken über Olivenöl gemacht. Was ist eigentlich Olivenöl? Olivenöl ist das meist gefälschte Lebensmittel auf Erden. Kein Lebensmittel wird so oft gefälscht wie Olivenöl. Da gibt es ganz krasse Geschichten. Und der Murat ist dann wirklich auf die Spur von Olivenöl gekommen. Wo kommt es her? Was ist die Besonderheit von Olivenöl? Und das ist der nächste Schritt auf dem Weg zu Aquaponik eigentlich. Sich nicht nur Gedanken über Pesto zu machen, sondern auch über Olivenöl. Und das ist das, was ich sage, auf dem Weg zum Ziel passiert so viel, das ist wirklich gigantisch. Und so sind wir eigentlich zu unserem eigenen Sally Olivenöl gekommen. Also vom Basilikum zum Pesto, vom Pesto zum Olivenöl. Und da würde ich euch gerne Geschichten erzählen. Da würde ich jetzt aber gerne mit euch in unseren Garten gehen, weil da haben wir wirklich ein Olivenöl. Also kein Olivenöl, sondern Olivenbaum. Und da würde ich euch gerne die Geschichte erzählen, wie es mit unserem Olivenöl weitergeht. Ja, aus der Küche, vom Aquaponik, vom Pesto, jetzt zum Olivenöl. Das ist Silicon Valley, einfach Dinge zu machen, die einem Spaß machen. Und das ist das Besondere, was uns ausmacht, dass wir wirklich Dinge neu erforschen, Dinge noch nie gemacht haben. Ich habe mit Olivenöl gar keine Berührungspunkte gehabt, mit Pesto auch nicht. Ich bin eigentlich aus der Baubranche. Und das Tolle ist an der ganzen Geschichte, Olivenöl ist was ganz, ganz Besonderes. Wir stehen gerade hier ich sitze hier gerade unter unserem Olivenbaum aus unserem Garten. Wir haben einen einzigen, der ist schon 300 Jahre alt. Der hat die Französische Revolution überlebt, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und wird auch mich überleben und dich wahrscheinlich auch und uns alle hier. Auf jeden Fall, Olivenöl ist was ganz, ganz Besonderes. In der türkischen Kultur natürlich wird es überall benutzt, in der italienischen sowieso, die Griechen verbrauchen, soweit ich weiß, 42 Liter Olivenöl im Jahr. Das ist wirklich der Wahnsinn. In Deutschland leider nur 2 Liter, weil wir in Deutschland ein bisschen Angst haben vor Olivenöl. Dabei ist Olivenöl richtig gesund. Übrigens die gesundesten Menschen oder die ältesten Menschen der Welt oder sogar, ich glaube sogar aus der Welt, kommen aus Norditalien. In Italien wird natürlich sehr, sehr viel Olivenöl benutzt, gutes Olivenöl natürlich. Olivenöl ist aber auch, wie ich schon erzählt habe, das meist gefälschte Lebensmittel der Welt. Ich erkläre es euch ganz, ganz einfach hier. Ich bin kein Weintrinker, das heißt, mit Wein kenne ich mich eigentlich weniger aus. Ich kriege es immer nur geschenkt, ich verschenke es dann weiter. Und hier haben wir zum Beispiel einen Pfälzerwein und hier haben wir einen italienischen Wein. Das sind verschiedene Rebsorten, es ist ein Rotwein. Und kein Winzer wird jemals auf die Idee kommen, 2 Weinsorten aus verschiedenen Regionen, von verschiedenen Reben zusammen zu mixen und als Wein zu verkaufen. Aber das wird leider Gottes bei Olivenöl gemacht. Da werden einfach Olivenernten aus verschiedenen Regionen, aus Europa genommen, aus Österreich, nicht aus Österreich, sag ich. Österreich, ihr habt noch kein Olivenöl, aber wird langsam kommen. Der Klimawandel macht es möglich. Aus Portugal, aus Spanien, aus Italien werden Olivenernten zusammengesammelt, verschiedene Olivensorten, es gibt über 1000, zusammengeworfen, gepresst natürlich und als Olivenöl aus europäischen Ländern verkauft. Bitte kauft nicht so ein Olivenöl. Und Olivenöl ist wie Wein, muss aus einer reinen Sorte sein, richtig gutes Olivenöl, aus einer Region und perfekterweise vielleicht nur aus einem Garten, nur von einem Hersteller und nicht von verschiedenen Bauern, weil auch der Geschmack kann 10, 20 Kilometer Entfernung kann vom Geschmack völlig anders sein. Die Sonne steht anders, es ist ein anderer Boden und deswegen haben wir uns auf die Suche nach Olivenöl gemacht. Unser Olivenöl hat übrigens schon 3 Preise in Israel gewonnen, wirklich der Wahnsinn. Denkt mal dran, Silicon Valley aus Waaghäusel bekommt 3 Preise in Israel. Wirklich der absolute Hammer. Und so, wir bleiben direkt im Garten, wir bleiben direkt bei uns. Ich liebe den Garten, wir lieben den Garten, meine Frau liebt den, ich, die Kinder. Garten ist für uns Erholung. Und da kommen wir zu unserem nächsten Projekt, das heißt Raspberry Garden. Genau, Raspberry Garden ist ein neues Projekt von uns, das ich euch gern vorstellen würde. Aber dazu gehen wir zu unseren Hochbeeten und da erzähle ich euch alles darüber.
Hier sind wir bei uns am Hochbeet. Ihr habt in den letzten Jahren oftmals mitverfolgen können, wie wir Hochbeete gebaut haben, wie wir Kräuter gepflanzt haben, Bäume zurechtgeschnitten haben oder einen Rollrasen gelegt haben. Garten ist für uns einfach Leben. Das gehört zu uns dazu, genauso wie die Küche. Und ihr habt schon die Projekte gesehen, die großen Projekte Aquaponik. Das kann die Welt verändern. Doch wir haben uns überlegt, was kann man denn zu Hause verändern? Was kann man auf dem Balkon verändern? Am Grundstück neben Haus oder im Strebergarten? Und wir wollen dieses coole Urban Gardening machen. Selbst zu Hause Dinge anpflanzen. Ihr seht hier zum Beispiel Blutampfer. Dann habt ihr Sauerampfer. Dann habt ihr hier Petersilie, Schnittlauch. Dann haben wir hier Kürbis. Der wächst wie Unkraut. Und es ist alles so einfach zu machen und einfach hier zum Nachbarn rüberwerfen. Sind auch wir sind auch die Nachbarn gleich. Und dazu haben wir die Marke Raspberry Garden ins Leben gerufen. Raspberry Garden ist ein cooler Brand rund um den Garten. Da geht es wirklich um Pflanzen, da geht es um eigene Bäume, um coolere Sorten und natürlich auch Werkzeug made in Germany, direkt hier aus Waghäusel. Und Raspberry Garden, Garten ist wirklich Lifestyle. Garten ist übrigens auch richtig sexy. Ist auch voll easy. Einfach ein Loch machen, zack. Den Basilikum andrücken. So, und das ist mein eigener Basilikum, der wird jetzt richtig anwachsen und daraus können wir wieder richtig eigenes Pesto machen, so wie ich es vorhin in der Küche gemacht habe. Und jetzt kommt noch eins drüber. Wisst ihr, was das hier ist? Pinguinkacke ist richtiges Gold. Das ist ein richtig cooles Triebmittel. Das machen wir jetzt noch drauf, ein bisschen Wasser. Zack, und das war's schon. Und wisst ihr, was auch richtig sexy ist? Sexy ist, einen eigenen Garten zu haben mit eigenen Obst und eigenem Gemüse. Also richtig coole Äpfel direkt vom Baum runter zu essen, richtig coole Birnen, keine Kühlketten, keine langen Lieferwege, das ganze Jahr über. Und da gehen wir mal in meinen natürlichen Supermarkt, der ist nämlich da hinten, da gehen wir jetzt nämlich kurz zusammen hin. Wie ein eigener Supermarkt, oder? Äpfel, Birnen, Äpfel. Trauben, Himbeeren, alles gibt es bei uns hier im Garten und alles kann es auch bei euch im Garten geben. Deswegen haben wir diese Marke Raspberry Garden gegründet. Wir haben eine ganz tolle Geschichte, natürlich geht es auch um Bäume, seltene Arten, seltene Sorten, besondere Sorten zu züchten, euch zu zeigen und natürlich geht es auch ein bisschen um Lifestyle. Lifestyle, zum Beispiel coole Workwear, tolle Kleidung, die wir zusammen machen werden und diese Kleidung, da gibt es was ganz, ganz Tolles, das würde ich euch gerne zeigen, da müssen wir aber rein ins Gebäude. Und, ja? Hab's dir schon gesagt, dass du aussiehst wie ein kleiner osmanischer Gartenzwerg? Bitte hört nicht auf ihn. Wir gehen jetzt rein und ich zeige euch mal zum Thema Kleidung. Gibt's was ganz, ganz Cooles. Manuka. Und was das ist, dazu gehen wir rein. Günni, warte mal kurz. Hier hast du einen Apfel. Ups. Musst du aufpassen. So, kein Problem, geht rüber. Günni, da. So, jetzt sind wir im Kinderzimmer von der Samira und die Samira macht gerade was und zwar gerade sind Ferien, sie hat ihr Zeugnis bekommen und zum Zeugnis hat sie sich was gewünscht und zwar eine Nähmaschine. Samira malt gerne, sie kocht gerne und sie näht gerne Kleidung selber. Guck mal, hier hat sie zum Beispiel ein Kissen gemacht, was ist das Samira? Ich mache gerade eine Handytasche für Mama. Okay, sie macht eine Handytasche. Guck mal, Kinder sollten das aus Spaß heraus machen. Also wirklich, weil sie was lernen möchten. Und Kinder sollten das nicht daraus machen, um einen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dazu kommen wir zum nächsten Projekt. Nähmaschine und Kinder. Was könnte es natürlich sein? Kleidung. Die Kleidungs- und die Textilindustrie ist die zweitdreckigste Industrie der Welt nach der Ölindustrie. Und wir haben uns gedacht, da müssen wir unbedingt was ändern. Und so kam mir auf die Idee Manuka. Manuka ist der, vielleicht jemand von euch ein Begriff. Ist der beste Honig aus Neuseeland, saumäßig teuer. Und wir haben uns überlegt, Manuka ist genial, auch der Namensgeber für unsere Kinderkleidung. Und zwar möchten wir Kinderkleidung produzieren. Allein in Baden-Württemberg wird im Monat über 100 Fußballfelder Textilien oder halt Stoffe weggeschmissen aus Überproduktion. Wirklich Stoffe, die für Kollektionen vielleicht zu klein sind. Und diese Kollektion, diese Stoffe sammeln wir ein und machen in Pfullingen daraus wirklich in Deutschland, made in Germany, Kinderkleidung. Hi Sally, hi Murat. Liebe Grüße nach Waghäusel vom Fuße der Schwäbischen Alb. Ich bin in der Produktion. Wir arbeiten echt auf Hochtouren. Wir sind gerade an der Fertigstellung der Musterteile. Dann werde ich euch alles mal zeigen. Wie gesagt, hier läuft alles auf Hochtouren und ich würde euch jetzt einfach mal kurz entführen, dort wo die Magie sozusagen
passiert, weil wir machen da ja kein Geheimnis daraus. Wo wir produzieren und was wir produzieren, überzeugt euch da einfach mal selber davon. Und das ist das Tolle, was wir mit Manuka machen möchten, Arbeitsplätze schaffen. Und ich sage immer, Kinderkleidung soll von Erwachsenen für Kinder gemacht werden und nicht von Kindern für Kinder. Und deswegen ist es Manuka. Mit den Erlösen von Manuka unterstützen wir unsere Stiftung und wir machen Projekte für Kinder. Also es ist richtig eine geniale Geschichte, Manuka. Und ihr habt es gesehen, Manuka heißt auch so richtig coole Kleidung. Ihr seht, ist ein Bepper noch drauf. Richtig coole Formen, richtig coole Schnitte, auch so Minimis, wo die Eltern die gleichen Klamotten anziehen wie die Kinder. Und das alles made in Pullingen, das ist was richtig Geniales. Und jetzt habt ihr gesehen, Aquaponik, nachhaltiges Projekt. Raspberry Garden, das ist was fürs Herz aus dem Garten heraus. Manuka für unsere Stiftung und einfach coole Arbeitsplätze schaffen in Deutschland. Und das alles geschieht in Silicon Valley. Und genau da sollten wir eigentlich jetzt hinfahren. Wobei hinfahren was richtig Doofes ist, weil eigentlich müssen wir nur einmal um den Zaun laufen und das machen wir. Und ich zeige euch Silicon Valley und was dort geschieht. It all starts in your head, no matter where you are. Ist Englisch, das hört sich einfach cooler an als Deutsch. Auf Deutsch ganz einfach. Es ist egal, wo du bist, ob du in einem kleinen Dorf bist, in einem kleinen Büro, irgendwo auf dem Land, auf dem Bauernhof. Es reicht die Idee, um etwas zu erreichen und mutig zu sein. Und ihr habt gesehen, wir machen ganz, ganz viele Projekte, welche einfach mutig sind. Aus der kleinen Studentenküche, aus dem kleinen Kinderzimmer ist etwas Tolles entstanden. Und die Leute trauen uns inzwischen auch einiges zu. Vielleicht werden wir das Wasserstoffauto hier drin erfinden, hier in Waghäusel, oder die Welt verändern. Wir trauen uns etwas zu und wir haben den Mut, Dinge neu zu denken und neu zu machen. Und wie es jetzt gerade aussieht, gehen wir mal hin und schauen uns mal an. So sieht es gerade auf dem Bau aus. Normalerweise wären wir jetzt schon fertig, aber ich denke mal, so in 2 Monaten sind wir in der Endphase. Dann werden hier ganz, ganz viele neue Arbeitsplätze entstehen. Tolle Berufe, die es hier in der Region vielleicht noch gar nicht hatte. Und wie gesagt, unsere Idee ist, euch zu überraschen. Danke, dass ihr euch das ganze Video angeschaut habt. Das Haus allgemein wird sehr, sehr energetisch gebaut, aber dazu werden noch weitere Videos folgen vom Bau, von Silicon Valley. Begleitet uns einfach weiter. Träumt mit uns, träumen darf man ja. Und wie gesagt, die Gedanken sind frei. Und das, was du dir ausdenken kannst, das kannst du auch erreichen. Vielen Dank, macht's gut, euer Murat. Ich muss jetzt auf den Bau und Güni weiterhelfen. Thank you.